Jawohl, prima gemacht. Und jetzt ein bisschen nach vorne lehnen, da geht's los. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Freude, viel Spaß beim vierten Seifenkistenrennen am Straßdorfer Berg im Schwäbisch Gmünd. Danke. Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne hiermit der Seifenkistenrenner 2010. Startfrei bei der Seifenkistenrenner 2010. Nicht so schnell. Also toll auf dem Ballfest in Weiner. Oh, super. Also, das Mikro, den ich gleich ganz entlang. Jawohl, Manfred Haag von der Feuerwehr stürzt sich schon wieder mit Balken unter. Mir gingen eigentlich raus, ist noch das hilft euch mit dem Strohballer, damit wir nämlich auflaufen. Jawohl, da kommt was, kriegen die keine zweite Lauf und dieses Mal bis unter. Jetzt hoffen wir nicht kurz der Ärmel. Wir hoffen, dass ich die selber reparieren notfalls. Aber der hat seinen zweiten Lauf immer unter Auge. Ganz geil, das ist auf der Auge. Der will natürlich den Manfred Haag. Voller vorbei, weil der Tunnel ist schon da, oder der Rest ist schon Achse. Wie mit der Fahrradbühne jetzt hier riesig, also die Minikurve, dann ist es gleich schwierig wieder. Und es scheint den Rosa. Die Sabine, jawohl. Ja, Sie sehen, der Luis ist nicht schnell gewesen. Gucken das auch, nachkommen. Kommen. Die Tonanlage, dass Sie das auf die Ohren bekommen, Century.de, der andere voll, aber die Stimme der Vernunft, dieser Wolfgang. Und die Stadt um 8 und der nächste Regen natürlich entsprechend die Geschwindigkeit und auf die Wiege natürlich unverschwindet. An der Schritte, wir finden hier das Seifenkistenrennen nach. Aber ich spreche immer Achtung und hier mit großen Seifenkistern, aber sonst sehr, ich meine, das ist nicht unser. Oh, gesponsert von Thierry Rebhaber. Und Sie sehen hier bei der Seite, die schon mit diesen großen Rädern Schwerpunkt. Das ist der Hund, der Hund, der Hund, der Hund, der Hund, der Der Fahrer schon auf der Bahn, der Schraube und der Bahn, der noch mal durch einen und neue Radsets aufgemacht hat. Der Unterschied. Oh, der Was hast du? Ja, das Ziel haben wir schon, aber wir sind immer geschoben am Schluss. Ja. Was denn noch? Wir werden immer geschoben. Geschoben? Achso. Wir sind schon langsam durch. Von der Verena, gestern ganz auf der Unterstützung. Ja, wir können da wieder mehr bedürfen. Das war das Ziel. Das ist doof. Ja, ich glaube, diese Schüsse schmeißen, ne? Dafür würdest du da stehen, ne? Ah, unsicher wegen
Spektakuläre Fahrt, das weiß ich jetzt schon. Bis jetzt laufe immer. Sehr gut. Der erste Lauf war super. Der erste Lauf war viel schneller als ich dachte. Aber der zweite Lauf war spektakulär, weil man wird übermütig und man will natürlich gewinnen. Also, viel Spaß noch. Was im Pokal gibt heute. Bravo. Auch oben bei der Feuerwehr im Fahrerlager. Ober Straßenverkehr, dann die Grüne, die können auf unser Deckel in Untergugge. Und wenn sie dann auflaufen, können sie natürlich gleich am Schleckstand vorbei. Dann. Modell- und Farbenbau, Pause in Straßau. Wir wollen Mütze, Tennis, Essen, Trinken, Haut. Und die alle kommen wahrscheinlich im Fernseher, denn der SC3 ist hier und macht Aufnahmen heute Abend in der Abendschau. Können sie sich nicht angucken. Also aufpassen, wer neben ihnen steht, ob das die richtige Frau ist. Ja, meine Damen und Herren. Leider haben sie jetzt nicht auf der Bildschirm. Das Hängebau ist unterwegs. Da spricht unser Herz mit dem Ringer weg. Hunde gibt es immer wieder. Bei uns eure Obrigkeit. Du, der Malanze, du hast den Papst immer drauf, hey du. Nicht, dass du bei dieser Rauch noch aufsteigst. Jawohl, auch dein Kopf über das Malanze. Hallo. Das haben wir schon nach da schon mal mit einem Dreirader Vollbrader herkommen und nicht auf gar keinen gehen. Aber kein Problem, ich habe schon mal schon wieder aufgestellt worden. Mit seinem Schubberle unterwegs, ganz, ganz toll. Dann haben sie bei uns. Jetzt kommt unser Modell Schiegenspüle runter. Was die Holländer hier wohnen, wäre gelegt.